Hallo, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wie ihr sehen könnt, kann ich unserem R-Golf und das Röckchen schauen. Finde ich ein bisschen uncool, weil, wie ihr auch schon immer wieder erwähnt habt, hoch wie Bus und so weiter, bla bla bla, die typischen Sprüche. Dem Ganze tun wir jetzt Abhilfe schaffen und wie genau, seht ihr nach dem Intro. So, und wir haben ein richtig schönes Paket von AP Sportfahrwerke bekommen. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht auseinandergebaut und aufgemacht und allem drum und dran. Deswegen machen wir jetzt mal ein Live-Unboxing und schauen mal, was wir Schönes bekommen haben. Wir haben schon mal einen Verstellschlüssel. Das ist sehr gut. Aber jetzt kommt das richtig gute Zeug. Babam! Schaut euch das an. Das sind unsere Bausteine für die Tiefe, die wir brauchen. Denn auch die Kollegen haben gesagt, nachdem sie bei uns auf der Tuning World Bodensee am Stand waren, Auto sehr, sehr geil, aber er könnte schon ein bisschen tiefer gehen. Ne? Gerade mit unserer Radlaufverbreiterung haben wir so ein bisschen den Allroad-Style gehabt, GT-Look von früher. Aber ja, er muss in den Keller. Und deswegen haben die Jungs gesagt, komm, hab da Fahrwerk von uns, bau das ein und dann sieht das Ding auch schicker aus. Und lässt sich auch noch super gut fahren. In dem Video zeige ich euch jetzt auch, wie man beim Sivener Air das Ganze verbaut, worauf man ein bisschen achten muss. Ich bitte um Entschuldigung, denn es ist mein erstes Fahrzeug, was ich mit dem Gewindefahrwerk ausstatte, mit Allrad. Ist immer ein bisschen tricky vorne mit der Antriebswelle, aber soll nicht unmöglich sein. Ich bin gespannt, wie ich durchkomme und jetzt sage, wir labern nicht allzu lang, sondern wir tun mal die Taten walten lassen. Let's go! Kommt mal näher. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier die Koppelstange lösen. Dann müssen wir schauen, haben wir hier irgendwelche Sensoren, die eventuell im Weg liegen. Bremsleitung, ABS-Leitung, alles ein bisschen freilegen, dass wir genügend Platz haben. Und dann können wir anfangen, hier die Federbeinaufnahme zu lösen. Gegebenenfalls auch die Spurstange hier neben. Und wir haben einmal links und rechts natürlich die Antriebswelle. Jetzt hier auf der rechten Seite ist es die lange Seite der Antriebswelle. Das soll etwas einfacher sein, weil hier der Hebelweg weiter ist. Und somit sollte man dann theoretisch das Federbein im eingebauten Zustand zusammen mit dem Achsschenkel rausnehmen können. Lassen wir uns mal überraschen, ob es wirklich so ist. Dann legen wir los. Jetzt haben wir alle notwendigen Teile gelöst. Hier hinten habe ich mit einem Durchschlag, auf der Seite seht ihr das besser, hier die Führung etwas aufgespreizt. Somit können wir dann das Federbein besser aus dem Achsschenkel rausholen. Aber jetzt gehen wir erstmal noch in den Motorraum und lösen hier das Domlager. Ja, geil. Aber ich glaube, die ist auf den Boden gefallen, wenn man Glück gehabt hat. Und da habe ich das gute Stück schon. Das hat jetzt ausgedient. Und jetzt schauen wir uns nochmal schön im Vergleich an, was wir jetzt an neues Equipment haben. Ah, das sieht doch gleich schon ganz anders da aus. Ne? Sehr schön, das gelb verzinkte Federbein hier, haben wir einen schönen Korrosionsschutz und natürlich das Allerwichtigste, unseren Verstellteller, damit man die Höhe individuell einstellen können.
Jetzt wäre normalerweise der nächste Schritt, der Federspanner auszupacken, dann einmal die Originalfeder zu entspannen, Domlager raus und so weiter. Ich bin ein bisschen faul, hab da keine Lust drauf, deswegen habe ich mal einmal ein neues Domlager geholt. Dann können wir das nämlich Plug and Play wieder rückrüsten, umtauschen, was auch immer, wenn wir den Bedarf dazu haben, wenn ihr zum Beispiel das Auto wieder verkaufen wollt. Und je nachdem, was für eine Laufleistung ihr vor allem auf dem Fahrzeug habt, lohnt es sich auf jeden Fall hier auch die Domlager gleich mitzutauschen, denn es bietet sich auch, ihr habt es eh in der Hand und müsst es machen. Ich sage mal so roundabout so 80.000 Kilometer, ist für mein Gefühl, denke ich mal, eine gute Laufleistung, wo man sagen kann, Domlager kann einmal neu. Hier haben wir dann auch wie immer eine Einbauanleitung mit dabei. Da geht es nochmal um spezifische Themen, auf was man beim Fahrzeug achten muss. Da schauen wir mal kurz rein. Und da ist ganz schön der Hinweis mit dem Domlager bei der VAGs. Und da ist drauf zu erkennen, dass das Domlager zweiteilig hier ist und diese Nase in die Fuge rein muss. Das ist immer ganz wichtig, damit die Positionierung sauber vorhanden ist und das Ding auch wirklich arbeiten kann. Später beim Einbau muss man auch noch darauf achten, dass diese Nase hier in den Fahrzeuginnerraum zeigt, also quasi Richtung Motor. Denn ansonsten haben wir mal, wenn man das hier falsch verbaut, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht vom Lochabstand her, aber theoretisch, seht ihr, ist das ein bisschen exzentrisch aufgebaut, damit das Federbein und das Domlager auch im richtigen Winkel drin hockt. Also, mehr gibt es bei der Vorderachse nicht zu beachten. Unseren Anschlagpuffer und die Staubschutzkappe ist ja auch schon vorhanden. Hier ist auch noch mal ein kleiner Anschlagring drin. Also haben wir alles, was wir brauchen und können das Ganze komplettieren. Dann nehmen wir eine schöne Feder dazu. Hier habt ihr auch noch mal den Aufdruck, der dann im Gutachten am besten Fall auch übereinstimmt. Denn der TÜV-Prüfer kontrolliert es dann später, wenn ihr das Ganze eintragen lässt. Daher achtet auch drauf, dass ihr diese Markierung zur Fahrzeugaußenseite, also Radseite, montiert. Tut er dem Prüfer gefallen, dass er nicht mit dem Spiegel da hin herumsuchen muss und allem drum und dran, ärgere sie sich nämlich ganz gern drüber. Also, Domlager drauf. Das sitzt dann so drin. Das passt, wir haben ja keinen Anschlagspunkt irgendwie für die, Feder. Das ist hier im Original zum Vergleich her gesehen. Alles top, passt. Dann einmal ein bisschen runterdrücke und die Mutti ansetze. Ganz wichtig jetzt hier zum Beispiel auch, viele machen den Fehler und gehen jetzt mit dem Schlagschrauber hier dran. Wenn ihr mit dem Schlagschrauber drauf geht und jetzt quasi das Domlager am Stoßdämpfer befestigt, dreht ihr die Kolbestange automatisch mit. Dabei könnt ihr die Dichtung verletzen hier innen drin und dann kann das Ding relativ zügig undicht werden. Dafür gibt es extra Stoßdämpferwerkzeug. Ist hier eine recht günstige Variante, die ich in der Bucht gefunden habe. Aber sie funktioniert einwandfrei und das heißt, Nuss aufstecken. Hier das Gegenstück, was die Kolbestange hält, seht ihr hier drin nochmal. Hier habt ihr den Inbus, der dann dementsprechend hier reinpasst. Und so können wir die Kolbestange festhalten. Also so rum, so rum. Ist ein bisschen ein Tetris-Spiel. Und wisst ihr was? Das ist mal alles zu wackelig. Wir gehen an den Schraubstock. Da ist das nämlich bedeutend einfacher. Und jetzt können wir das Ganze schön festziehen, ohne dass sich die Kolbestange mitdreht. Und jetzt hier auch aufs Drehmoment achte. Sind, glaube ich, 30 Newtonmeter vorgegeben, wenn ich es noch recht auswendig weiß. Ist ein bisschen mehr wie handfest. Also ihr müsst doch nicht großartig was zuoxen oder so, weil wenn fest, dann fest. Und dann passt es. So. Das ist eine super Sache. Dann können wir das Ganze wieder auseinanderfriemeln. Und genau das ist dann das Thema, worauf ihr achten müsst. Das ist natürlich relativ eng da drin.
dass es sich nicht verkeilt. Und dann geht es auch schon raus. Jetzt fängt es Regner an. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg mit unserem Blechdach hier. Und das stört nicht die Tonlage. Wie gesagt, jetzt achtet, das ist Innenseite. Genauso auch hier ist die Markierung. Das passt in etwa. Da können wir euch hier an der Führungsbuchse orientieren. Richtet es einmal aus und schon kann das ganze Ding wieder in umgekehrter Reihenfolge ins Fahrzeug rein. Machen wir das mal. Hier unten, schaut mal, ist auch ganz wichtig, dass das Federbein oder der Stoßdämpfer besser gesagt im Achsschenkel aufliegt. Wir haben hier unten eine Nut. Die muss genau hier aufschließen und da muss er anliegen. Dann ist er in der perfekten Endposition und dann können wir unseren Spreizer wieder rausziehen. Und hier oben haben wir mal nochmal die Führungsbolze, die dann hier auch in die Kerbe rein muss. Und dann passt es. Und schon haben wir das neue Federbein drin und es sieht doch ganz geil aus, oder? Ah, macht halt richtig schön was her und ich freue mich darauf, die richtige Höhe einstellen zu können. Bevor ich jetzt weitermache, darf ich aber aus, nicht zur Strafe, nur zur Übung, die Rathausverkleidung demontieren, weil, wie ihr ja vorhin mitgekriegt habt, ist mir die eine Schraube vom Domlager in die Tiefen der Rathausschale reingeflogen. Also achtet drauf, dass das Ding nicht Abflug macht. Unnötige Arbeit, aber naja, machen wir halt. Ich fische die jetzt schnell raus und dann gehen wir an die Hinterachse und schauen uns da an, wie hier der Austausch erfolgt. Bis gleich. So, machen wir mal Bestandsaufnahme, was uns hier hinten erwartet. Auch hier wieder kurzer Blick darunter, dass hier am Achsschenkel nicht irgendwo ein Sensor verteilt ist. Das sieht gut aus. Das heißt, wir müssen einmal hier hinten den Stabi lösen, dann den Stoßdämpfer und hier vorne am Achsschenkel die Schraube. Dann können wir das ganze Glums hier runterziehen und hier ist dann das Federbein mit dem Domlager mit zwei Schrauben befestigt. Dann kriegen wir das auch sehr gut raus. Also machen wir uns ans Werk. Wichtig jetzt hier, nimmt einen Getriebeheber und stützt es hier unten drunter ab, weil wenn man jetzt die Schraube hier löse, dann hat natürlich die Feder ihre Spannung und will das Ding nach unten durchschlagen. Das könnte wehtun, wenn ihr da nichts habt. Et voilà, und dann können wir das Ganze ablassen. Und auch schon mal die Feder rausnehmen. So, zum einen die Feder. Machen wir jetzt noch gleich den Stoßdämpfer mit ab. Wenn wir jetzt hier die Rathausschale ein bisschen wegmachen. Ich versuche noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Da hinten seht ihr jetzt die Schraube. Einmal auf der linken Seite und das gleiche auch hier neben. Jawohl, da oben im Eck. Die machen wir jetzt los und dann haben wir mal gleich das Federbein bzw. den Stoßdämpfer in der Hand. So, und da ist das zweite gute Stück dazu.
schauen wir noch mal hier in der Einbauanleitung, was es hin zu beachten gibt. So, hier haben wir das Anschlagpuffergummi. Das muss auf jeden Fall rausbleiben und der Verstellring wird dementsprechend von oben montiert in dieser Weise. Was jetzt hier interessant ist, vor allem weil es auch vom Aufwand etwas aufwendiger ist, ist hier die Gewindeverstellung. Die müssen wir jetzt gleich passend einstellen. Dazu brauchen wir jetzt das Gutachten. So, jetzt schauen wir mal, was für einen Einstellbereich wir bei dem Fahrzeug haben. Wir haben den Verstellbereich Anlagefläche der Gewindehülse am Fahrzeug bis zur Federauflage. Das heißt, das ist das Maß, hier wo es am Fahrzeug anliegt, bis zur Auflage der Feder. Was dürfen wir denn hier haben? 18 bis 38 mm. So ist es im Gutachten drin und daran müsst ihr euch halten. Jetzt ist es natürlich so, das ist alles ein bisschen Ermessungssache. Das heißt, sobald die Freigängigkeit von euren Rädern noch gewährleistet ist, könnt ihr das Maß auch unterschreiten. Wie gesagt, Freigängigkeit muss gegeben sein. Das Ding darf dann später beim Verschränken und bei Bodenwelle nirgendwo schleifen. Die Räder müssen frei laufen, ganz klar. Und dann könnt ihr auch darunter gehen und das maximale Tieferlegungsmaß rausholen. Achtet aber auch dabei, die Stoßdämpfer sind ja so konzipiert, dass die einen gewissen Arbeitsbereich haben. Und in dem Bereich, den AP vorgibt, funktioniert der Stoßdämpfer einwandfrei. Geht ihr natürlich tiefer, verändert sich schon wieder die ganze Fahrverhalte, die Fahrgeometrie und so weiter. Daher darauf achten. Also, wir haben das tiefste Maß, 18 mm. Wir lassen ein bisschen Spiel drauf. Gehen wir mal auf 23. Ich denke, das ist ein gutes Maß, wo funktionieren soll. Und dann können wir das schon direkt einstellen. Hey, schaut euch das an, das passt. Ich habe das jetzt frei Schnauze gewählt und einwandfrei. Kann man nicht lernen, sowas. Der Wahnsinn. Also, das passt schon mal. Jetzt gehen wir noch an den Stoßdämpfer. Auch hier Staubschutzkappe und Anschlagpuffer bereits drin. Hier habe ich auch ein neues Domlager bereits geholt. Und hier von der Vorgehensweise ist es dasselbe. Einmal hier neue Domlager aufsetzen, Mutti drauf machen, festziehen und dann können wir schon loslegen wieder mit dem Zusammenbau. Sehen wir uns gleich wieder im Rathaus drin. Hier seht ihr noch mal, hier oben muss dann die Verstelleinheit rein. Und ganz wichtig, wir haben noch hier unten, hier seht ihr so einen Bobbel drin. Hier muss die Feder dann im Anschlag reinkommen. Das heißt, die tun wir als erstes nice setzen. Die sie drin ist. Und dann drehe, damit er schön im Anschlag drin liegt. Dann passt es. Das Ding hier oben drauf. Und dann kann man das schon mal so grob ausrichten und dann wieder mit dem Getriebeheber gegenspannen. So. Hier drehen wir die Markierung nach hinten. Das kann man dann schön sehen. Und dann geht es in umgekehrter Weise wieder hoch. Hier hinten bietet sich jetzt auch, da sind wir jetzt schon fast am Verschraubungspunkt vom Stabi, dass wir den als erstes festmachen. Ganz wichtig, hier bloß die Schraube ansetzen und jetzt Stück für Stück nach vorne arbeiten. Warum genau, erfahrt ihr gleich von mir.
So, warum habe ich jetzt hier alles nur angezogen? Die Lager sind jetzt komplett entspannt. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ungefähr auf die Fahrhöhe drücken, damit die Lager dann festgezogen werden und ihren Arbeitsbereich haben. Angenommen, wir lassen das Ganze jetzt entspannt hier runter, dann ist das der ausgefederte Zustand. Wir machen jetzt die ganze Schraube fest und er federt dann ein. Das heißt, die Lager überspannen. Somit haben wir einen schnelleren Verschleiß der Lager und dann können wir uns die Arbeit machen und die ganze Achsteile ausbauen und frisch lagern. Könnt ihr euch somit sparen, denn einmal in Fahrhöhe pumpen. Achtet halt drauf, wenn ein Hochpumpe tut, dass er vorne nicht runterfällt. So in etwa. Das könnt ihr ja grob abschätzen, ne? Wie euer Rad ist und wie dann so die Fahrhöhe sein wird. Das passt so. Und jetzt können wir das Ganze festballern. Und schon haben wir die Hinterachse fertig. Also alles in allem echt super einfach und ich muss auch sagen, bei der Vorderachse hat mich zwar ein bisschen in Schwitze gebracht, aber das ging tatsächlich. Jetzt, wo wir das Ganze hier drin haben, gehen wir nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nach. Ich hole mir nochmal die ganze Drehmomentwerte, knackst das alles ab und dann passt das und dann geht es nämlich an die Feineinstellungen. Dann schauen wir mal, wie es von der Höhe her passt. Verschränke das ganze Ding und dann sind wir eigentlich schon durch. Ich mache jetzt noch schnell die linke Fahrzeugseite und dann sehen wir uns gleich zum Einstell- und Verschränkungstest. Die andere Seite ist jetzt drin und jetzt würde ich sagen, lassen wir das gute Stück mal auf dem Boden der Tatsache herunter und schauen uns das Ganze mal an. Uhu, das sieht ja schon mal verdammt sexy aus. Ja. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Also von der Grundeinstellung her passt es schon mal ganz gut. Aber jetzt kommt das Allerwichtigste, der Verschränkungstest. Beim TÜV sind es ja, glaube ich, so Bretter, die, glaube ich, meine 8 cm in der Höhe habe. Ich nehme immer so ein paar alte Stahlräder, die bei uns rumfliegen. Und dann das gute Stück. Einmal hier einlenke, komm mal hier vor, damit die Leute auch richtig sehen. Und dann kommt es darauf an, wie hier im eingeschlagenen Modus komplett abgelegt, dann der Platz zum Rathaus ist. Und da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Wenn was ist, schrei ich. Sieht schon mal ganz gut aus. So, wie ihr sehen könnt, haben wir noch so 5 mm Platz, also ich würde sagen, das sieht echt gut aus. Wichtig ist, das Ganze diagonal zu verschränken, damit man natürlich die maximale Einfedertiefe habe. Aber das sieht ganz gut aus. Ich lasse das Ganze jetzt mal so, weil das Fahrwerk und die Federn können sich noch ein bisschen setzen. Ne? Ich sage jetzt immer, man sollte mal so 2 Tage mitfahren. Jetzt keine große Strecke, weil es ist ja aktuell noch nicht abgenommen. Aber so ein bisschen Erprobungsfahrt machen, mal in die Kurve schauen, wie es sich verhält. Eigentlich haben wir Freigängigkeit voll gegeben. Hinten brauche ich gar nicht gucken, da ist genug Platz. Da, das ist problemlos. Aber vorne, denkt, das könnte so passen. Dann haben wir mal das Thema jetzt abgeschlossen. Wie gesagt, ich mache jetzt mal ein bisschen Erprobungsfahrt. Dann geht es weiter mit der Achsvermessung und Scheinwerfer frisch einstellen. Und dann gehen wir zum TÜV und wenn ich das alles hinter mir habe, dann schauen wir uns das Endresultat an und du vor allem auch mal das Fahrfeeling erproben. Alles in allem gefällt mir das schon mal sehr gut und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Resultat, wie das ganze Ding jetzt aussieht und fährt. Also bis gleich. Projekt Rettet den Golf abgeschlossen. Ich bin jetzt hier in der DEKRA TÜV-Station in Heidelberg. Eine sehr coole Station, die ich auch gerne empfehlen kann. Die Kollegen hier sind sehr hilfsbereit.
prüfe vorab die ganze Unterlage, sage euch, was geht, was nicht geht und so weiter, was jetzt hier aber natürlich komplett stressfrei war. Wir haben ja zu allem ein Teilegutachten da gehabt. Prüfung, einwandfrei bestande, Verschränkungstest, alles dufte und von der Fahrperformance her auf jeden Fall auch eine geile Geschichte. Kann nichts Negatives sagen, wie ihr die anderen Videos schon gesehen habt. Mit AP habe ich schon langjährige Erfahrungen, daher habe ich da nichts zu befürchten gehabt. Das Wichtigste ist jetzt, dass eigentlich die Optik stimmt, ne, dass die Tieferlegung erzielt ist und allem drum und dran. Daher nochmal vielen, vielen Dank an AP für die Unterstützung. Auch hier an die Dekra nochmal ganz kurz, ne, dass ihr euch die Zeit nochmal habt für die Eintragung und allem. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich will jetzt nicht einen allzu großen Carphorn laufen lassen, denn im nächsten Video machen wir dann endlich den finalen Abschluss. Dann habe mal eine richtig geile Location für euch und mache ein richtig gutes Video. Ich bin da sehr motiviert und habe da sehr Bock drauf. Also bleibt am Ball und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.